Peter Klein und seine Noch-Ehefrau Iris machten mit dem Affärenskandal und der darauffolgenden Trennung so einige Schlagzeilen. Inzwischen scheint das Drama zwischen den beiden abgekühlt. Der angehende Partyschlagersänger verrät in einem Interview mit RTL bei den Ballermann Awards 2023 in Willingen, wie es um ihn und Ex Iris Klein steht. Es gab mehrere Gespräche und wir haben auch immer noch Kontakt. Dort weist er weiterhin die Anschuldigungen, Iris mit Yvonne Wölke betrogen zu haben, von sich. Generell ist es immer anstrengend, sich für Dinge rechtfertigen zu müssen, vor allem, wenn es Dinge sind, die man gar nicht gemacht hat. Doch insgesamt ginge es ihm sehr gut. Die Musik helfe dem 55-Jährigen, sich abzulenken. Ich singe schon immer, von daher war es nur eine logische Schlussfolgerung, dass man diesen Weg geht. Dennoch kann er nicht leugnen, dass ihn die Situation mit seiner Ex, die sich kurz nach dem Liebesaus mit einem neuen Mann trifft, weiterhin belastet. Man will diesen Stress nicht haben. Lieber ein bisschen ruhiger sein und das Ganze aussitzen. Irgendwann wird es wieder gut, zeigt sich Peter Klein hoffnungsvoll. Wie es mit ihm und Iris Klein weitergeht, verrät er nicht.